Was ist das Außergewöhnlichste auf deinem Schreibtisch? Ich versuche immer irgendwas Jahreszeitliches auf dem Schreibtisch zu haben. Also jetzt im Weihnachtsmodus so eine kleine Schneekugel. In Karlsruhe gibt es ja keinen Schnee. Woran merkst du, dass es Zeit für Urlaub ist? Immer kurz vorm Urlaub suche ich mir schon Bilder vom Zielort zusammen und richte das als Hintergrundbild ein. Sehr top. Wie kommst du morgens zur Arbeit? Mit dem Fahrrad. Immer mit dem Fahrrad, bei jedem Wetter, bei Regen und bei Sonnenschein. Urgestein oder Newcomer? Bin jetzt 6 Jahre da und ich glaube damit genau zwischen beiden. Warum würdest du jemandem empfehlen, am FZI zu arbeiten? Weil es hier einfach total spannend ist und so viele Themen, so unterschiedliche Köpfe, glaube ich, hat man sonst nie auf einem Fleck. So viel Freiheit zu forschen, dabei trotzdem so viele Industriepartner kennenzulernen. Ich glaube, das ist eine super Mischung, die macht uns echt einzigartig. Wie sieht dein Feierabendgesicht aus? Was ist das Tollste an deinem Job? Dass ich an diesen ganzen spannenden Themen als Geisteswissenschaftlerin zwar wahrscheinlich nicht forschen könnte, aber trotzdem überall meine Nase reinstecken kann. Was unterscheidet dich vom Klischee-Informatiker? Ja, dass ich keiner bin. Ich habe tatsächlich technische Kommunikation studiert. Wie viele Krümel sind in deiner Tastatur? Nee, nicht so viele. Ich esse eigentlich nicht am Arbeitsplatz direkt.